Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Worms Blast. Ja, im neuen Jahr, in 2018, die erste Aufnahme eigentlich, die ich jetzt überhaupt im neuen Jahr tätige. Und damit nochmal ein frohes neues Jahr. Und ja, wir wollen eine kleine Runde Worms Blast spielen. Wie gesagt, das erste Mal, dass ich jetzt in 2018 zum Controller greife. Die Steffi ist heute wieder abgereist und wir haben heute den 7.1. bin ich der Meinung, müsste Sonntag sein. Jetzt muss ich wieder aufs Handy gucken. Ja, ist richtig. Ich habe auch ein paar Infos und ein paar Neuigkeiten zu erzählen. Deswegen habe ich gedacht, bietet sich das eigentlich jetzt an, mal mit so einem Projekt zu starten. Und ich habe auch die Fragen wieder gefunden. Ja, ich muss mich entschuldigen. Beim letzten Mal, als wir Worms Blast gespielt haben, habe ich alte Fragen vorgelesen, die ihr alle schon kanntet. Ist wahrscheinlich einigen vielleicht aufgefallen, ich weiß es nicht. Der Ina ist es auf jeden Fall aufgefallen, denn sie hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und ja, wisst ihr, wo ich jetzt die aktuellen Fragen gefunden habe? Ja, eigentlich habe ich sie dahin gepackt, wo ich hätte finden müssen. Nämlich in die Hülle vom Worms Blast Spiel. Da habe ich beim letzten Mal aber komischerweise irgendwie nicht reingeguckt. Es tut mir leid. Jedenfalls habe ich heute frische, neue Fragen. Und wir starten jetzt einfach mal und machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ich habe keine Ahnung, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir waren auf jeden Fall bei der Herausforderung, bin ich der Meinung. Spielregeln? Nee. Dann bin ich hier, oder muss ich auch weiter? Bin ich jetzt falsch? Gab es einen Story-Modus? Ich gehe mal auf weiter. Gegen die Uhr, verrückte Aliens? Nee, ich glaube, hier sind wir falsch. Hier sind wir, glaube ich, falsch. Hätte ich auf Puzzle gehen müssen? Moment. Wo ist denn unser Arcade-Modus, sage ich jetzt mal? Herausforderung versus Optionen. Ist das doch Puzzle? Dann ist das vielleicht Puzzle gewesen. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Mit wem spielen wir denn mal? Ich glaube, wir hatten ein paar hatten wir schon ausprobiert. Suzette, Calvin, Chuck. Taube hat man. Ethel. Ich nehme mal wieder Chuck die Taube. Wobei ich immer an Chuck die Pflanze denke. Ja, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Hier sehen wir auch, welche Wege wir praktisch schon hatten. Gut, da unten waren wir überall schon. Die weißen Linien sind ja schon erobert. Ja, erobert. Genau, dann gehe ich mal hier hin. Da wollen wir hinreisen. Und hoffen, dass wir das jetzt hinbekommen. Ja. Ich habe übrigens, falls ihr es hört, auch eine kleine Erkältung eingefangen. Also ja, pünktlich zum neuen Jahr erkältet. Super. Zum Start von. Also färbe rot in grün um. War schon richtig. Ich wollte eigentlich Start drücken. Ach, Start zurück. Nochmal. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Zum Starten Feuer drücken. Achso, X drücken. Ah, okay. So, da sind wir also wieder schön hier drin. Ach ja, umfärben, das ging... Ah. Ich muss natürlich jetzt erstmal wieder alles neu lernen, aber ich hoffe, das kriegen wir irgendwie wieder auf die Reihe. Jetzt habe ich einen vergessen. Hat geklappt. Sehr schön. Gut. Ja, natürlich muss ich mich nebenbei ein bisschen auf das Spiel konzentrieren. Das kennen wir ja auch schon, auch wenn das nicht immer geklappt hat. Zack. Okay, jetzt muss ich ein bisschen da drüber schießen. Ah, wo kommt der denn an? Überall falsch kommt der an. Aber gut, das Gute ist, ich kann ihn halt nicht wieder zurückfärben. Na komm, das kriegst du schon irgendwie hin, Alex. Ja, ein bisschen höher noch. Noch ein höher. Ach komm. Ach, geklappt. Hohoho. Gerade so. Das war schon knapp. Ja, also viele von euch warten zum Beispiel vielleicht schon auf den Jahresrückblick zum letzten Jahr. Der wird kommen. Ich habe heute sogar schon ein bisschen angefangen. Also so Daten rauszusuchen. Ich habe auch schon die Screenshots gemacht von den Analytics und so weiter. Die brauche ich dann ja, die möchte ich ja mit euch dann durchsprechen. Und habe schon einiges an Videomaterial zusammengesucht, weil ich möchte ja die vergangenen Projekte alle nochmal Revue passieren lassen mit euch zusammen. Und dazu brauche ich natürlich immer dann jeweilige Ausschnitte, die ich dann hinterlegen werde, während ich da was zu sage. Und wirst du das auch wieder treffen? Okay. Und das habe ich wie gesagt schon mal zum größten Teil alles rausgesucht und natürlich musste ich dann auch gucken, was alles so passiert ist, ne? Und habe dann schon mal rausgesucht, die Highlights und die ganzen Specials und was ich alles hochgeladen habe und habe festgestellt, meine Güte, ich habe einiges gemacht, also ich hätte das gar nicht gedacht. So, für 5 Minuten den Bildschirm, oh Gott, das hatten wir doch schon mal gemacht, oder? Das hatten wir doch schon mal gemacht? Jetzt bin ich leider verwirrt. Oh, das war scheiße. Schwein gehabt. Wieso verloren? Das kann auch gar nicht sein. Aber das habe ich auch schon mal geschafft. Also ich war fest der Meinung, wir hätten das schon mal gemacht. Aber okay, gut, nützt ja nichts. Dann muss das halt nochmal. Jedenfalls sind eine Menge Sachen gewesen.
Und ich freue mich auch schon auf das, auf den Jahresrückblick. Also ich muss natürlich das Ganze, das Sprechen muss ich noch aufnehmen, sage ich jetzt mal, wenn ich dann mit euch erstmal richtig rede. Und es wird bestimmt lustig. So, das haben wir auch geschafft. Wie mache ich das denn jetzt mal? Das war toll. Ich mache das jetzt auch nochmal lila. So, okay, jetzt grün. Jetzt fange ich mal endlich hier an. Es darf ja immer nur ein Teil ins Wasser fallen, so war das, ne? Immer Stück für Stück. Das ist gar nicht so einfach. Das machen wir auch nochmal im Rot. Gelb, ja. Den Zipfel hier können wir gern gelb machen. Das darf schon weg, ne? Ja, das darf weg. Das darf auch weg. Das auch. Den einen mache ich mal über gelb, dann ist das auch okay. Der kann weg und der kann weg. Läuft, ne? Läuft. Das da hinten kann auch weg. Oh, das wollte ich gar nicht. Na gut. Jetzt kann das hier erstmal weg. Sehr schön. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich genau sagen. Also es wird jedenfalls schon ein umfangreicherer Rückblick, denke ich. Aber das mögt ihr ja, ne? Wenn ich euch zulaber. Das kommt bisher immer sehr gut bei euch an. Und ich mache das ja auch gerne, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Macht ja auch Spaß, nochmal über den ganzen Kram zu philosophieren, den wir so schon gemacht haben. Das mal in Rot. Nochmal Rot. Oh Gott, so viel Rot. Brauche ich alles gar nicht. Das war doof. Und die Zeit läuft. Gelb, gelb, gelb. Machen wir das mit einem Gelb? Ja, das war, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Das war schlecht. Ah, fuck, ja, das war doof. Habe ich nicht richtig nachgedacht. Ja, dann, ja, es wäre natürlich, vielleicht auch so ein paar Sachen wiederkommen, von wegen, was ändert sich im nächsten Jahr, im Jahresrückblick, ne? Also, wenn ich dann, also ich hatte mir ursprünglich, muss ich ganz ehrlich sagen, vorgenommen, mit den Videos, eine andere Upload-Technik oder Upload, Upload-Plan zu erstellen. Momentan ist es ja so, dass ich zwei Projekte gleichzeitig habe und die jeweils immer mit 20-Minuten-Parts hochlade, pro Tag immer zwei Parts. Und das hatte ich erst vor, ein bisschen zu ändern. Ich habe mich jetzt mal dazu durchgerungen, das erstmal jetzt so weiterzumachen, wie es jetzt ist. Weil es zeitlich halt mal ein bisschen schwierig ist, das immer zu managen. Es ist angenehmer, sag ich mal, beim Aufnehmen, wenn... Ich komme mir gerade nicht klar. Wenn ich eigentlich nur ein Projekt habe, so praktisch wie der Tsuktsui das zum Beispiel macht, ne? Dann kann er sich auf ein Spiel konzentrieren und es kommt trotzdem zwei Parts pro Tag hoch. So hatte ich das jetzt eigentlich gedacht, dass ich jetzt weiterhin zwei Parts pro Tag hochlade, nur dass es halt ein Spiel gibt und nicht zwei. So hatte ich mir das eigentlich erst gedacht. Jetzt habe ich mich aber dann doch dazu entschlossen, weiter mit zwei Projekten gleichzeitig zu machen. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Je nachdem, wie ich das hinkriege. Ne? Also schauen wir mal. Bleibt erstmal dabei. Deswegen, diese große Änderung wird jetzt erstmal nicht kommen. Wobei ich mir das vorgenommen hatte. Aber gut, das ist jetzt ja alles nicht so schlimm. Das ist jetzt, betrifft das jetzt auch nur euch indirekt, weil Videos hättet ihr so oder so gehabt. Wäre halt nur die Frage gewesen, ob nun zwei verschiedene Spiele oder zwei gleiche. Aber ja, wie gesagt, das kommt dann alles noch bei gegebener Zeit. Dann kann ich kurz was erzählen, was ganz witzig war. Steffi war ja die Tage über hier und ich musste ja die letzte Woche schon wieder arbeiten. Dann war Steffi hier und hat dann übrigens Final Fantasy 15 gezockt, was sie geschenkt bekommen hatte. Das gefällt ihr übrigens sehr, sehr gut. Das freut mich ja auch. Und sieht auch sehr interessant aus, das Spiel, muss ich sagen. Macht einen schönen Eindruck. Jedenfalls hat sie dann mir auf einmal eine Nachricht geschrieben über WhatsApp. Und dann kam auf der Nachricht, habe ich dann eine Nachricht bekommen. Auf der Arbeit habe ich eine Nachricht bekommen, so rum. Da stand dann, du hast eine Maus im Zimmer. Ich sag, ja, ja, ich weiß, die krabbelt mal hier in den Wänden rum. Also das hat man hier, ich hätte ein altes Haus, über 130 Jahre alt. Und da hat man das halt mal, dass an den Wänden mal Mäuse zu hören sind. Und dann sagt sie, nee, in deinem Zimmer. Ich sag, wie? Ja, der läuft hier rum. Und dann wollte ich ihr das erst nicht glauben. Und dann kam ich nach Hause und dann habe ich Tatsache dir gesehen. Und das ist so geil. Die lief über mein Kassettenregal lang und macht auch gar keinen scheuen Eindruck oder so. Ich war ganz neugierig und dann setzte sich vor uns hin, so einen Meter vor uns, guckt uns an. Ich denke, ja, geht's noch? Oh, du bist wieder weggegangen. Und eines Abends, ich glaube vor zwei Abenden, da lief sie dann Tatsache vor unserem Sofa, also wir saßen auf dem Sofa und dann lief sie vor uns lang. Und, kann ich das eigentlich wegmachen? Ne, ist ja zeitlich eh nicht mehr geklappt, deswegen wollen wir es mal ausprobieren.
Und dann hat sie sich auf Steffis Fuß gesetzt. So kurz drauf und wieder weg. Also fast total schon zahm. Das tat mir fast schon leid, weil die, natürlich müssen wir die irgendwie loswerden. Nützt ja nichts. Aber das war total witzig. Und ja, fast schon eine richtig zahme Maus, kann man sagen. Ja, und heute, also da haben wir so eine Lebmausefalle aufgestellt, weil töten wollte ich sie ja auch nicht. Und meine Schwester hatte so eine Lebmausefalle und ja, heute ist er halt in die Falle gegangen und ja, nun ist die Maus nicht mehr da, habe ich sie heute freigelassen. War aber sehr cool, also war irgendwie witzig, mal eine kleine Maus zu haben, die fast so ein bisschen zahm rüberkam, sag ich mal. Es war schon sehr, sehr lustig. Ja, das wollte ich mal eben loswerden. Es wird natürlich dann auch jetzt bald mit den Projekten weitergehen, also The Evil Within habe ich jetzt aktuell noch nicht wieder aufgenommen, habt ihr gemerkt, das waren jetzt 10 Parts und mehr hatte ich auch noch nicht und habe ich auch jetzt noch nicht, wird am nächsten Wochenende, also jetzt kommendes Wochenende werde ich wieder dazu kommen aufzunehmen, dann geht The Evil Within weiter. Spyro ist ja komplett hochgeladen, das hat ja fast ganz gut gepasst, ne? Und ja, wie gesagt, da wird das Nachfolgeprojekt auch diese Woche aufgenommen, das wird ja ein Gemeinschafts-Let's Play mit dem Rick zusammen. Nämlich 3 Fragezeichen. Und da wollen wir nochmal gucken, wie das wird. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall kriegen wir das, denke ich mal, irgendwie diese Woche hin. Muss ich nachher mit dem Rick noch abmachen, weil wir das dann machen wollen. Denn er sollte da auch drüber Bescheid wissen. Das wäre ganz hilfreich, wenn wir das zusammen aufnehmen wollen. So, das ist das. Genau, dann mache ich das hinten weg. Das wird schon wieder so knapp von der Zeit her hier. Ich laber halt zu viel. Und vor allem, das ärgert mich jetzt. Nein! Ach, scheiße. Was mich halt jetzt gerade hier ein bisschen ärgert, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das hier schon gemacht habe. Wieso hat das nicht abgespeichert? Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass ich das letzte Mal abgespeichert habe. Also bei diesem Projekt läuft es aktuell nicht so, ne? Also letztes Mal war es so, dass ich zwar Spielfortschritt hatte, aber dass ich die falschen Fragen vorgelesen habe. Und diesmal ist es so, ich habe die richtigen Fragen in petto, aber wir haben keinen Spielfortschritt, weil wir das gleiche Spiel wie letztes Mal. Das kann echt nicht wahr sein, was hier gerade abgeht. Ja gut, ich muss gleich niesen, glaube ich. Das tut mir dann schon mal im Vorfeld leid. Ah, ja, es geht noch. Ja, wie gesagt, die Steffi hat mich leider ein bisschen angesteckt. Aber ist alles gut. Ich kann das verkraften. Ich bin Kummer gewohnt. Nein, so wollte ich das jetzt nicht sagen. So, ja, was mache ich jetzt hier? Scheiße. Pass mal auf, ich mache das jetzt orange. Dann habe ich ja, ich dachte, ich hätte nochmal orange, habe ich aber gar nicht. So, ich werde jetzt diesen Versuch noch machen und dann werde ich auch mal zur ersten Frage übergehen. So habe ich mir das jetzt vorgenommen. Grün, grün, grün. Das versuchen wir mal da. Das hat geklappt. Da ist rot. Das ist doof. Ballern wir mal dahin. Das wird ja nichts. Ich muss das ja umfärben hier. Das nützt ja alles nichts. So. Da kann ich ruhig mal gelb reinballern. Ja, kann ich. Und wäre gut, wenn das Teil da hinten auch gelb wird. Schaffe ich das? Nein! Das war scheiße. Ich wollte diesen einen lila Pinökel da umfärben. Okay. So, bevor ich jetzt Start drücke, lese ich mal die erste Frage vor, die ich übrigens nicht wirklich ausführlich beantworten kann, aber hört mal. Seit den letzten Jahren liegen in Deutschland immer mehr sogenannte Escape Rooms im Trend. Im Zuge derer muss man sich als Team durch verschiedenste Szenarien hindurchkämpfen, um als Ziel aus eben diesem zu entkommen. Genau. Warst du schon mal in einem solchen Escape Room und wenn ja, wie war dein Eindruck davon? Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe mir diese erste Frage heute einmal kurz angeguckt, weil ich wissen wollte halt, ob das jetzt wirklich aktuelle Fragen sind. Und die Frage kam mir jetzt so unbekannt vor, dass ich mir sicher bin, dass das eine aktuelle Frage ist. Nee, also ich kannte das komplette Prinzip überhaupt nicht. Und ich habe vorhin bei Wikipedia erstmal ein bisschen gelesen, dass ich nicht ganz blöd dastehe. Ich bin ja so ehrlich und gebe das jetzt auch gern zu, dass ich erstmal nachgeguckt habe, was ist das überhaupt mit diesen Escape Rooms? Was hat das damit auf sich? Und ja, also interessante Geschichte. Gibt es sowohl als Real-Life-Spiel, also als ein richtiges Rollenspiel, sage ich jetzt mal, als auch praktisch als Brettspiel sogar und auch als PC-Spiel, dieses Escape-Room-Phänomen, sage ich jetzt einfach mal. Hört sich total interessant an, hat so ein bisschen mit Rätsel lösen und so zu tun, was ja eigentlich total mein Ding wäre, aber ich habe davon noch nie gehört. Das ist jetzt das erste Mal im Rahmen dieser Frage, dass ich da was von mitbekommen habe, was bei mir aber auch nichts heißt, weil ich weiß sowieso hinterm Mond lebe, was so Neuerungen angeht. Ist aber auch nicht schlimm. Ich muss nicht unbedingt immer alles wissen.
Aber nee, ist eine geile Sache. Ich würde sowas auch gerne mal ausprobieren. Gerne als PC-Spiel oder als, ja, meinetwegen, vielleicht gibt es ja auch als Konsolenspiel. Ich weiß nicht, für welche Plattform sowas gibt, aber ich denke mal eher PC. Also das würde mich schon interessieren. Ja, Punkt eigentlich. Also falls da einer sowas hat, sag ich mal, kann mir das ja einer im Rahmen eines Unboxings oder vielleicht mal eins zuschicken. Würde mich schon interessieren, dass ich mal so einen kleinen Eindruck davon bekomme, was das genau ist und wie das abgeht. Schon cool, doch, muss ich sagen. Interessant. Aber wie gesagt, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich das noch nicht ausprobiert habe. Aber ich wollte zumindest aufgreifen, die Frage. So, ich muss hier echt ein bisschen aufpassen, weil wieder auf die Zeit achten und die ganze Scheiße hier abfrühstücken. Komme ich da, oh, komme ich da durch? Ja, komme ich, sehr schön. Das darf ich nicht umfärben. Das darf ich auch nicht. Oh Mann, was darf ich denn überhaupt? Ich darf das da oben abmachen, warte mal. Das dürfte ich theoretisch. Das mache ich auch mal. Ich will ja die Farben auch irgendwie nutzen, die ich jetzt hier bekomme. Das darf weg, genau. Und das Gelbe dürfte ich auch wegmachen, wenn ich da hinkomme. Upala. Nein, falsche Richtung. Geil, das gab's ja auch noch. Stimmt ja. So, jetzt mache ich das weg. Grün dürfte ich hier aber anscheinend auch wegmachen. Ja, oder ich färb's das um. Auch nicht schlecht. So, das weg. Grün geht immer noch ab, ne? Ja, grün geht immer noch ab. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Das da darf ich nicht abmachen. Ich muss das aber dann noch umfärben. Sehr gut. Ich färbe das hier mal um, weil das sonst ein bisschen nervig wird langsam. Das Gelbe da oben kann ich noch wegmachen. Ah, komm her. Das war jetzt ganz... Ja gut, dann mache ich das ab. Geht auch. Nein, 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 nein. Ach, scheiße. Im letzten Moment wollte ich doch die Waffe hochziehen. Hab gedacht, das wird nix. Scheiße. Okay. Ich lese mal die zweite Frage vor. Die kenne ich jetzt übrigens noch nicht. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Bei dir findet ja im Schnitt einmal im Monat ein Livestream statt. Das ist richtig. Der auch jedes Mal ganz gut besucht wird. Ja. Gibt es denn in diesem Zusammenhang ein besonderes Ereignis, an das du dich gerne zurückerinnerst? Ui. Also im Livestream direkt. Also mal abgesehen davon, das ist jetzt keine Schleimerei, dass ich immer wieder in jedem Stream feststelle, dass der Chat echt sehr, sehr angenehm ist und dass das richtig Spaß macht, mit euch zusammen zu zocken. Weil sonst würde ich das auch ehrlich gesagt nicht machen, weil dann kann ich auch ganz normal Let's Play aufnehmen, wenn ich dann im Hinterkopf habe, oh Gott, ich muss mich wieder mit den ganzen Idioten rumplagen. Also es ist wirklich nichts, also es ist wirklich so, dass mir das wirklich wahnsinnig Spaß macht. Es ist immer wieder auch natürlich eine anstrengende Sache, das muss ich auch mal sagen. Also Livestream ist anstrengend, auch wenn das einige vielleicht nicht so glauben. Das ist schon... Ja, das macht einen schon kaputt, das ist so. Also im Sinne von, man merkt, dass man was getan hat. Und, aber ein richtig spezielles Ereignis jetzt aus irgendeinem Stream. Boah, müsste ich überlegen. Gab es da irgendwas ganz Besonderes? Das war scheiße. Gab es da was? Oh, das wollte ich nicht. Das war noch beschissener. Geh mal rüber. Also es ist anfangs, was heißt anfangs, es ist immer wieder schön, wenn Leute auftauchen, die halt nicht so oft dabei sind, wie zum Beispiel, der Dennis war ja auch schon ein, zwei Mal dabei, wenn der mal einschaltet, das finde ich halt immer wieder schön, oder wenn ich der Längster zum Beispiel auftaucht, oder auch der Tom, der NRW bei 18, wenn solche Leute mal wieder zwischendurch erscheinen, die halt nicht regelmäßig dabei sind. Ich mag natürlich meine Stammzuschauer, um Gottes Willen, ne? Mag ich alle sehr gerne, aber es ist immer wieder ein kleines Highlight, wenn dann so einer da vorbeiguckt, der, ja, der mir, oder bei dem ich gucke, sag ich mal. Das ist dann wieder noch ein bisschen was anderes. Finde ich immer wieder sehr schön. Macht auch dann besonders Spaß. Aber ansonsten wüsste ich jetzt kein großes Highlight, weil wir, ja gut, hin und wieder mache ich auch mal ein Unboxing im Livestream oder sowas, aber da könnte ich jetzt gerade gar nicht mehr zuordnen, was ich mal im Livestream bekommen habe oder was ich im Livestream geunboxed habe und was nicht. Deswegen auch in diese Richtung könnte ich jetzt nichts hervorheben an Geschenken oder so. Entschuldigung. Aber es macht definitiv immer wieder Spaß, das kann ich schon mal sagen, ja. Aber ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch besonders hervorheben könnte. Warte mal, was ich könnte, wäre da versuchen durchzuschießen, das ist aber sehr gewagt. Ich probiere es jetzt trotzdem. Ja, toll geklappt, Alex. Jetzt kriege ich natürlich den Lila, super, toll. Ach Mann, was mache ich denn mit den Grünen? Brauche ich nicht. Dann färbe ich den jetzt um, rot. Rot könnte ich da jetzt ranballern. Und die Zeit, die läuft, ne, die läuft. Na, solange ich was zu erzählen habe, ist es vielleicht für euch auch nicht so langweilig hier.
Das ist mein einziger Trost gerade. Ich muss das da oben sowieso umfärben, sehe ich gerade, weil... Genau, sonst fällt das irgendwann ab und dann ist es weg. Das darf ich nicht abschießen. Ich versuche nochmal wieder was Gefährliches, was ich vorhin schon versemmelt habe. Genau das, ja. Nee. Ja, ich wollte das Teil da hinten umfärben, diesen Pinökel. Das darf ich auch nicht. Ach, scheiße ist das hier. Den darf ich ja nicht. So, das ist jetzt, das ist ganz gut gewesen, denke ich. Das wird von der Zeit her eh nicht klappen, aber ich mach das mal im Grün. Ich muss da irgendwie ein besseres Schema reinkriegen, wie ich das der Reihe nach abballer. Kann ich das da mal im Gelb machen? Ja, kann ich. Und den roten da. Okay, dann kann ich das jetzt machen. Grün. Muss das da umfärben. So, jetzt kann ich das endlich wegmachen. Mit Gelb kriege ich den weg. Orange. Orange ist ja auch wieder so eine Sache, die ich hier gar nicht gebrauchen kann. So. Grün. Lila. Ich könnte auch da ganz oben ranballern, sehe ich gerade. Mhm. Dann machen wir das mal weg. Dann ist das auch grün. Rot. Oh Gott, rot. Ja. Wie gesagt, es wird jetzt eh nichts mehr. Nochmal rot, okay. Gelb kriege ich den weg. Das können wir auch alles gelb machen. Den roten da oben könnte ich wegmachen. Ja. Da ist noch grün drüber, das kann weg. Sehr schön. Gelb. Dann müsste ich jetzt mal den umfärben. Es sieht auf jeden Fall schon besser aus, aber wie gesagt, die Zeit reicht bei weitem nicht. Ich versuche nochmal eben dahinter zu ballern. Ja, das war jetzt so nicht geplant. Kann ich das jetzt wegmachen? Oder? Ne, dann macht's bumm, ne? Ich will mal gucken, Zeit ist eh weg. Ah, scheiße, ich wollte wissen, ob ich da jetzt hinterballern darf. Das kann weg. Das ist auch doof. Ja, jetzt passt das jetzt. Ja, das kann ich sowieso knicken. Vielleicht schaffe ich es ja nochmal. Ich will mal gucken, wenn ich da jetzt raufballer da hinten. Komme ich da überhaupt ran? Ah, das. Okay. Die gelten praktisch wie so ein Verbindungsstück, die Teile. Okay, das wollte ich nochmal eben rausfinden. Okay. Ja. Passt.